Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir ein paar Neuheiten aus der Drogerie ausprobieren. Unter anderem hat der wundervolle Maxim Giacomo Betrieber Loves Me Anelli herausgebracht. Ich freue mich so sehr und die kann ich heute ausprobieren mit euch. Dann habe ich noch ein bisschen was von der Alterra Limited Edition mir gekauft. Von Manhattan gibt es neue Produkte. Dann habe ich auch noch Mascaren, die ich so gegeneinander antreten lasse. Also wirklich neu in der Drogerie, let's test. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ne, Maxim? Geile Sau, wirklich. Ohne Witz, ich find's richtig cool. Und ich hatte schon vor einer Weile von dem Team von Riva Loves Me bzw. von Rossmann auch eine E-Mail bekommen, ob ich die Produkte ausprobieren möchte. Und habe ich erstmal Maxim gefragt, ist das wirklich, wirklich? Ich konnte es gar nicht fassen. Und ja, ich habe sie zugeschickt bekommen und deswegen, meine Meinung ist natürlich, weil ich Maxim sehr, sehr gerne mag, nicht ganz so objektiv, ne? Aber ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass er auch einfach geile Sachen auf den Markt gebracht hat. Es ist die Holy Grails Limited Edition und da haben wir zuallererst den Whipped Cream Primer, der so ein bisschen auch an die Cold Cream erinnern soll, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und bin ich sehr froh drüber, denn die Cold Cream mochte ich persönlich sehr, sehr gerne. Hier haben wir einmal die Konsistenz von dem Primer. Das ist halt auch sehr cremig und ich bin sehr gespannt. Macht soweit erstmal keinen duftenden Eindruck. Wow, meine Haut saugt den auf wie ein Schwamm. Zack, also ne, das, was ich euch gerade gezeigt habe, habe ich hier aufgetragen. Boah, aber wie schön Glow der gibt. Das ist richtig schön reichhaltig. Ich gebe mir noch ein bisschen was auf die Stirn. Und ich gebe mir auch immer Primer auf Hals und Dekolleté bzw. auf meinen Hals, weil kann ja nicht schaden, finde ich. Ne? Es ist ja auch irgendwo eine Creme. Oh, das fühlt sich so angenehm an. Könnte ich mir tatsächlich schon als alleinige Creme so vorstellen, ne? Weil es so, oh, meine Haut versorgt gerade. Schön, doch, also ne, schon mal mag ich. Hier habe ich von Manhattan ein neues Produkt und zwar aus der Clean and Free Reihe ist es diese Foundation oder dieses Make-up in der Farbe 30 Soft Porcelain und das möchte ich mir jetzt einfach mal oben drüber auftragen. Soll von der Deckkraft her, nein, wir machen das anders, ne? Soll von der Deckkraft her nicht ganz so intensiv sein. Ich gebe mir das hier mal auf den Pinsel drauf. Ich habe hier von Riva Loves Me aus einer der ersten LEs hier so ein Herzchenpinsel. Also wie gesagt, nicht wirklich deckend, aber sehr angenehm pflegend. Nö, also wirklich gar nicht deckend, ne? Das sieht man auch wohl. Aber es fühlt sich auf der Haut schön an und hat eine, also wirklich so, wie so eine getönte Tagescreme von der Deckkraft her, oder? Sehr, sehr dezent, aber schön. Irgendwie mag ich. Kein großer Unterschied sichtbar, ne? Nein. Ich habe jetzt auch nicht mal das Bedürfnis, das irgendwie mit einem Schwämmchen noch einzuarbeiten, ne? Mache ich aber trotzdem mal besser, ne? Ich habe hier von Twice hier ein Schwämmchen und damit wird das Ganze jetzt mal so ein bisschen in die Haut eingearbeitet. Ich sehe jetzt mit Foundation, wie gesagt, keinen großen Unterschied zu ohne Foundation. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also sommermäßig kann ich mir das gut vorstellen, weil es halt wirklich ein Hauch von ist. So eine ganz kleine Ausgleichsgeschichte. Aber man sieht nicht wirklich viel davon im Gesicht, oder? Mal gucken, ob der Concealer mehr bewirken kann. Clean and Free und da habe ich die Farbe 010 Fair. Kommt mit so einem Füßchen. Und auch den arbeite ich mir mal mit dem Schwämmchen ein. Ich nehme den auch mal direkt als Lidschattenprimer, weil da habe ich jetzt keinen speziellen. Minimale Deckkraft, da sieht man auch nicht wirklich viel von. Aber mein Gesicht fühlt sich irgendwie frisch an. Also irgendwie finde ich das gut, was gerade in meinem Gesicht ist. Aber es ist halt nicht so, als würde ich jetzt gleich einen Full Face, Full Cover, irgendwas Gedönsen machen wollen. Das gefällt mir trotzdem. Also gerade der Concealer ist ja auch so, wie ich Concealer letztes Jahr sehr, sehr geschätzt habe. So etwas pflegender, etwas nicht ganz so super deckend, ne? Also eigentlich mag ich den sehr, sehr gerne. In seinem Launch-Video hat Maxim gesagt, dass man sein Flawless Baking Powder auch eigentlich nur zum Beispiel mit dem Primer zusammen verwenden kann, wenn man so ein bisschen diesen Weichzeichner-Effekt haben möchte. Und da ich jetzt eine Foundation drauf habe und Concealer, die nicht super, super, super deckend sind, ist es ja quasi so ein Zwischending, als hätte ich gar nicht irgendwas Foundation-mäßiges drauf. Hier habe ich auf jeden Fall Holy Grails bei Maxim Flawless Baking Powder. Ich finde das übrigens optisch total fancy. Mag ich sehr gerne leiden von dieser Pop, nicht Pop, das ist so sehr grafisch, ne? Und ich mag die Farben. Ich mag super gerne Türkis und dann dieses,
ja, blau, lila, Lavendel, ne? Ist echt hübsch, dann zusammen mit dem Gold und dem Aprikot mag ich gerne leiden. Hier haben wir dann das Puder und das kommt so hochwertig daher. Du hast hier so ein Deckelchen mit dabei und oh, das liebe ich, ne? Du hast hier so ein Netz und dann kommst du so an das Produkt dran. Finde ich mega cool. Komm, unter den Augen mache ich das mal mit seinem Multitool, ne? Microfiber Multitool, lade das entsprechend auf. Und dann sette ich damit einfach mal meinen Concealer. Ich bin eigentlich kein Fan von gelblichen Pudern, aber das gefällt mir. Wirklich. Also sowohl von, oh mein Gott, was es mit der Haut macht, ne? Wow. Als auch von der Farbe her, das funktioniert. Ich bin gerade echt geflasht. Und das ist ja das, was ich so gerne, also was ich toll finde, ne? Ich habe so meine Komfortzone, bleib da super gerne drin und freue mich dann aber auch, wenn Kolleginnen und Kollegen von mir Produkte rausbringen, die nicht so ganz in meiner Komfortzone liegen, sodass ich sie dann ja einfach gerne verwende und ausprobiere und dann merke, dass die sich da echt was bei gedacht haben. Und das funktioniert. Und das finde ich schön. Also als würde das auch noch Augenschatten wegmachen. Okay, gut. Das habe ich jetzt für unter den Augen verwenden. Könnte ich jetzt auch fürs ganze Gesicht verwenden. Aber hey, wir haben hier noch ein Produkt aus der Limited Edition. Und zwar hat er einen Kabuki-Pinsel in der Holy Grails Limited Edition mit Riva Loves Me herausgebracht. Und den möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Oh, ja, fühlt sich richtig schön an. Das mag ich schon mal gerne leiden. Ich pushe die ja so gerne über Pinsel, ne? Und den kann man natürlich jetzt, also als, den kannst du sogar als Foundation-Pinsel verwenden, hat er in seinem Launch-Video gesagt. Ich gehe da jetzt einfach mal hier in das Puder rein und lade den Pinsel so ein bisschen auf und puffel damit so ein bisschen. Oh, ist das angenehm. Der fühlt sich toll an. So über mein Gesicht rüber. Also das Puder hat auch so ein ganz, ja, wonach riecht das? Das riecht nach frisch geduscht. Das riecht voll angenehm. Wer sich jetzt denkt, oh nein, sie hat den ganzen Glow weggenommen. Naja, zum einen kommt ja irgendwann der natürliche Hautglanz dann auch wieder durch, ne? Sodass man dann auch wieder ganz normal nachölt. Ne? Man kann aber auch, und das ist auch noch so ein Produkt, was er rausgebracht hat, den Highlighter verwenden. Und zwar ja, kannst du, also das ist 01 on point von der Farbe her, finde ich geil. Ich finde es auch geil, dass das ein Herz ist. Liebe ich. Und ich liebe es auch, nachdem ich abgepudert habe, nochmal so ein Finishing Powder drüber zu geben. Und auch das soll mit dem Kabuki funktionieren. Deswegen dippe ich da so ein bisschen rein, klopfe das ab und dann sag mal, das würde ich mich verkloppen. Gebe ich mir das so ein bisschen ganz leicht über mein Gesicht. Seht ihr das? Da habe ich wieder ein bisschen mehr Bewegung jetzt auf der Seite. Hier ist es jetzt noch recht matt, ne? Cool. Ja, wir werden aber gleich nochmal zu dem Highlighter greifen, ne? Denn, also so finde ich das schon mal richtig schön. Du hast ja auch nicht so irgendwie groben Glitzer oder sowas drin. Schön. Ei, guck mal. Der ist ganz fein. Wenn ich mir den auch so angucke auf dem Finger, ist es so wie so ein kleiner Spiegel auf dem Zeigefinger. Nice. Gar nicht so super intensiv. Ich mag das ja, ne? Das sieht man jetzt nur so minimal. Aber das ist ja auch genau das, was ich gerade so geil finde. Schön, 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 schön. Da freue ich mich drauf, den gleich nochmal als Highlighter nochmal drüber zu geben. Ja, ich habe jetzt keinen neuen Bronzer, sondern nämlich hier von Kiko aus einer Limited Edition, aus der Precious Rituals, den 01 Honey Bronzer. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal so hier auch mit dem Kabuki-Pinsel auf. Also mit dem Pinsel kannst du definitiv gut arbeiten. Das kann man nicht. Das, ich rede schon wieder so, ja, mit meinem Plattdeutsch, ne? Es tut mir sehr leid, Leute. Ja. Yeah. Ich finde den Pinsel toll, den mag ich. Der verblendet so schön. Und der ist so. Also ich habe gleich ein bisschen Schiss, wenn ich den sauber machen muss, bin ich ehrlich, ne? Weil das ist jetzt echt ganz schön viel, was man sauber machen muss. Aber es macht Spaß damit, jetzt hier so auf seinem Gesicht rumzupuscheln. Wir haben aber hier noch eine Limited Edition liegen und zwar von Alterra Hello Magnolia Bloomy Blush. Ja, da ist so ein Blush gewesen, der war eben beim Rossmann und dann habe ich mir den jetzt mitgenommen. Der ist mit Vitamin E, das ist ein Schönheitsvitamin. Mhm. Guckt euch mal dieses wunderschöne, niedliche Blumenpressing an. Und der Blush ist ein bisschen heller, ein bisschen subtiler, hat auch Schimmer mit drin. Und ja, den swatchen wir erstmal, sieht sehr kindlich aus, ne? Aber ich mag sowas. Bin ich ehrlich, ja. Genau, also sehr helles Tönchen.
Swatche ich hier mal neben. Ja, definitiv mit Schimmer unterwegs. Wow, könnte man fast als Blush-Lighter bezeichnen. Also ich glaube, dass der Blush gröbere Schimmerpigmente drin hat als der Highlighter. Der Wahnsinn in Tüten. Ja komm, ne? Nehmen wir jetzt auch mal den Kabuki-Pinsel. Was soll der Falschgeiz? Und dann trage ich mir den hier einfach mal auf. Nee. Der Kabuki-Pinsel. Und das ist eben das Coole, ne? Wenn du tatsächlich so Schimmer-Highlighter, ach Quatsch, Schimmer-Blushes, Schimmer-Bronzer mit so einem festgebundenen Pinsel aufträgst, mit so einem Kabuki, ne? Dann greift er halt nicht nur diese Schimmerpigmente, sondern halt auch richtig die Farbe. Und dann bringt der das Ganze viel, viel, viel schöner rüber, als wenn ich das jetzt mit so einem ganz klassischen Blush-Brush gemacht hätte. Gerade bei so leicht pigmentierten Geschichten wie bei diesem hier. Ey, das passt gerade 1A. Och, ist das hübsch. Leichter Goldschimmer mit dabei, leichtes rotes Näschen. Was willst du mehr? Okay, ja, Highlighter. Den möchte ich jetzt als Highlighter auch verwenden. Aber ich bezweifle, dass man den mit dem Kabuki auftragen soll. Ich meine, kannst du safe auch machen, ne? Aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu heavy. Komm, jetzt nehme ich einfach so einen Lidschattenpinsel. Das ist hier einer von... Oh, Ebelin, sorry. Gucken wir mal, wie das aussieht. Oh. Erwachsenen-Glow. Das sage ich euch und das gefällt mir. Guckt euch das mal an. Das sieht nicht so, als hätte ich Highlighter draufgepackt aus. Ne? Das ist so, mag ich gerne leiden. Oh. Das ist echt schön. Das mag ich gerne. Ja, weil ich mag nicht dieses, du packst die Highlighter drauf und dann hast du hier einen Streifen. Das ist so wie Glas drauf dann, ne? Den mag ich echt gerne leiden. Also schön, schön, schön. Ja, neue Augenbrauen habe ich nicht. Sorry an alle, die meine Augenbrauenform nicht mögen. Ich kann da nichts für, das ist erblich bedingt. Und ich züchte sie ja immer fleißig weiter. Da habe ich jetzt einfach von It Cosmetics aktuell in Anwendung des Brow Power und von Essence mit Merve dieses Lamination-Gedönsen. Ich lieb's. Und ja, genau, dann geht die Party weiter, denn ich möchte meine Augenlider ein bisschen vorbereiten für die eskalative Geschichte, die wir gleich mit Maxims Produkten weitermachen können. Und da habe ich hier die Root Cosmetics Potpourri Flower Child Palette. Die ist einfach ziemlich geil, die habe ich letztens erst gekauft. Und ja, da sind halt zwei Töne drin, die halt ziemlich gut passen werden gleich. Und zwar werde ich jetzt mein Lid vorbereiten, einmal mit Huckleberry, das ist dieses geile... hell, pink, nicht wirklich pink, rosa, altrosa, schweinchenrosa, schmutzig rosa und Nightshade, das ist ein etwas dunkler, bäriger Ton. Huckleberry gebe ich mir einfach auf mein bewegliches Lid und blende das auch so ein bisschen weiter nach oben hin. Und Nightshade blende ich mir einfach außen so rein und ziehe das auch ein kleines bisschen an meinem Knochen entlang, um so eine ja, hochgesetzte Lidfalte mehr oder weniger damit zu schaffen. So seht ihr jetzt auch ein bisschen mehr, ne? Ich habe mir jetzt quasi eine bärige Base geschaffen, weil ich mir jetzt mit den Liquid Eyeshadows, die auch in der Holy Grails Limited Edition drin sind, so eine Art Cut Crease Plus ziehen möchte. Das sind diese zwei wunderschönen Töne, die Maxim da ausgewählt hat. Und er schwört ja auf diese Liquid Eyeshadows. Ich muss gestehen, ich habe da immer ein bisschen Angst vor. Da habe ich einmal die Farbe 01 Queens, das ist so ein richtig geiler, heller Ton, mit so einem Schiff drin, also mit so einem Goldschimmer, also wunderschön, kannst nichts zu sagen, ne? Ich hoffe nur, dass es mir nicht in die Lidfalte reinwandern wird, aber die kann man ja auch setten, hat er gesagt, dass man da quasi dann nochmal den Highlighter zum Beispiel drüber geben könnte. Und dann habe ich hier die Farbe 02 Kings, nicht so hart, krank pigmentiert, also... Wahnsinn! Oh mein Gott, das ist einfach krass. Richtig schöne Farben. Und ja, sowohl die Textur als auch die Farbe an sich holt mich ganz schön doll aus meiner Komfortzone raus. Aber ganz ehrlich, Maxim, für dich mache ich alles. Ich nehme jetzt erstmal die Queens Farbe. Na, sagen wir fast alles. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Dann nehme ich mir den Applikator und ja, ziehe es im Prinzip wie eine Cut Crease bis zur Hälfte. Mal gucken, wie das aussieht, ne? Hochgucken. Dann hat man nämlich so einen Anhaltspunkt, bis wohin das gehen soll. Okay, das hat jetzt sehr schön funktioniert. Wow. Ich hatte jetzt hier noch so einen Pinsel, um das Ganze vielleicht zu setten. Aber ich glaube, das muss ich erstmal antrocknen lassen und auf der anderen Seite einfach erstmal weitermachen, ne? Dann nehme ich mir den Kingston
und setze mir den quasi so nach außen hin. In der Mitte nehme ich mir jetzt so einen flachen Pinsel, um das mal so zu verbinden. Die lassen sich nämlich auch noch schön verblenden irgendwie. Also wahnsinnig einfach ist das gerade. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich lasse meine Augenbrauen auch jetzt immer so schön hochgezogen, weil ich möchte, dass das Ganze trocknet. Ich versuche das jetzt erstmal nämlich so zu lassen, beziehungsweise ich werde jetzt noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Das heißt, ich nehme jetzt wieder ein bisschen was von dem Nightshade-Ton aus der Root Cosmetics Palette und verdunkel mir das hier außen einfach so ein bisschen. Und weil ich ja noch ein bisschen Zeit habe, bis der Liquid Shadow trocknet, verblende ich hier noch ein bisschen mit meinem Huckleberry, also mit diesem Schweinchen-Rosa-Ton ein bisschen rum. Dann gebe ich mir so einen Gelb-Grün-Ton, nennt sich Eukalyptus, an den unteren Wimpernkranz. Verdunkel den nach außen hin mit einem Dunkelgrün, der sich Bamboo nennt. Und weil ich irgendwie Lust habe, hier innen so ein bisschen was anderes als Pink zu haben, gebe ich mir da so einen Gelbton auf. Der ist auch in dieser Palette und nennt sich Wintercress. Den setze ich mir einfach hier an und ziehe den ungefähr bis zur Hälfte. Der kommt dann natürlich zusammen mit dem Rosa etwas orangiger raus. Etwas ist gut, ziemlich. Aber ich finde es irgendwie schöner, wenn ich dann noch ein bisschen was Helles mit reinbringe. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen weiter gegangen, als ich eigentlich wollte. Aber das ist mehr so meins, ne? Das sagt eher, hallo, ich bin ein Look, den Claudia gerne trägt. Und krass, der Liquid Shadow ist tatsächlich trocken. Wahnsinn. Wahnsinn! Wahnsinn! Highlighter muss natürlich her, denn ich möchte ein Innenwinkel-Highlight haben, was ich mir auch ein bisschen noch auf den hellen Ton mit draufziehen werde. Und ein Augenbrauen-Highlight hätte ich natürlich auch ganz gerne. Dafür nehme ich jetzt hier den flachen Pinsel, den ich eben schon verwendet habe. Wahnsinn! Den kannst du echt schön sogar mit einem Pinsel auftragen. Das gefällt mir. Krasses Pferd, ich sag euch das. Das ist ungewöhnlich, weil ich eigentlich nicht so solche rosa Looks trage, aber es gefällt mir gerade enorm gut. Also herzlichen Glückwunsch, Maxim, du hast mich gerade für Liquid Eyeshadows begeistern können. Krass, und dann auch noch in diesem Rosa- und Rotton, was eigentlich auch nicht meine Farbe ist. Hammermäßig. Ein neues Fixing Spray habe ich ebenfalls nicht, deswegen gab es jetzt den Glow Setter von Glam Glow und als Eyeliner... Klar, Ayeko, ne? Der Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash. Ich liebe ihn und deswegen macht er auch dieses Ergebnis. Und hat sich hier, ne? Da hat sich gerade irgendeine Ader überlegt, eskalativ unterwegs zu sein und herausstechen zu wollen. Naja, wir haben zwei neue Mascaren in der Drogerie zu finden, die wohl so ein bisschen im Hype sind. Und die möchte ich jetzt gerade mal so ein bisschen gegeneinander antesten lassen. Zum einen die Maybelline Curl Bounce. Kbam! Die aussieht wie eine Pille. Und die L'Oreal Paris Air Volume 30 Stunden Mega Black Mascara. Die beiden Schätzeleins werden jetzt auf diese Wimpern draufkommen. Und dann gucken wir mal, ob die was können und wie die so gegeneinander antreten werden. Mal schauen. Okay, wir haben bei beiden Mascaren Faserbürstchen, wobei diese Maybelline Mascara ein bananenförmiges Bürstchen ist und die L'Oreal Air Volume Mascara halt so ein buschiges, puffiges Megabürstchen ist. Sehr viel Produkt an beiden dran. Mal gucken, wie das so hinhaut. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich verstehe den Hype um diese Maybelline Mascara nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wohingegen ich die Air Volume Mascara echt cool finde. Aber ich weiß jetzt nicht, wo jetzt der super Unterschied zu der sein soll, die es halt vorher schon im Standardsortiment gab oder die es letztes oder vorletztes Jahr schon gegeben hat. Also habe ich letztes Jahr auch aufgebraucht und da hat die mir auch schon ganz gut gefallen. Also safe. Diese Seite gefällt mir um Längen besser, einfach weil ich da mehr Fülle habe. Ich habe da auch mehr Schwung drin. Und ja, genau, also bei dem Auftrag der Maybelline Mascara war es auch ein bisschen schwierig, überhaupt zu schichten. Natürlich hat sie die Wimpern etwas besser getrennt, also das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Aber sie ist halt super schnell angetrocknet, sodass es doch etwas schwer war, da überhaupt
ein paar mehr Schichten aufzubauen. Also von meiner Warte aus definitiv ist da eine größere Empfehlung oder wenn überhaupt Empfehlung zu der L'Oreal Mascara. Ja, die Maybelline ist für mich so Standard, ne? Ja, genau. Was ich bei beiden Mascaren bemerkt habe, ist, dass wenn ich mir die Wimpern getuscht habe, ich beide einfach nicht hinstellen kann. Also die Curl Bounce kannst du so oder so nicht hinstellen und die L'Oreal kannst du, wenn du die halt normal lagerst, ne, auf den Kopf stellen. Aber hier, das ist mir eben die ganze Zeit umgeflogen. Ja, ist ein fancy-pancy neuartiges Design, ne, aber hätte für mich jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ja, ich möchte weiter fortfahren mit der Limited Edition, die ja, Maximia mit Riva Loves Me. Ich bin immer noch total begeistert davon, Leute, gemacht hat. Dafür werde ich jetzt meine Lippen kurz ein bisschen vorbereiten. Ich werde einen Lip Liner verwenden von Essence, den Stay 8 Hours Lip Liner. Ich glaube, der ist relativ alt, ne? Curious 01 ist hier die Farbe. Und darüber gebe ich mir hier den Banana Beauty Liquid Lipstick in der Farbe Proud Nanana Naked. Das ist mal eine Lippenkombi, ne? Das sehen wir ja auch nicht so häufig auf diesem Kanal. Ein Liquid Lipstick, ja, sie trägt ihn. Sie trägt ihn. Und zwar hat Maxim diesen Chocolate Lip Gloss. Den hat es wohl in einer Limited Edition gegeben, die er reviewed hat oder die er gezeigt hat, als er noch sehr, sehr neu hier auf YouTube war. Und deswegen ist es so ein kleiner Hauch von Nostalgie für ihn. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie seine Nostalgie so schmecken wird. Ich gebe mir das einfach ein bisschen auf meinen Handrücken. Oh mein Gott, das riecht wie Schokolade. Wie geil ist das denn? Ja, und das kann man sich dann einfach so über den Liquid Lipstick geben. Oh Gott. Also diese Nostalgie schmeckt sehr gut, Maxim. Die frisch geschmolzene Schokolade. Boah. Und der ist nicht so fädenziehend, ne? Das war gerade nur meine Sabber. Nee, macht er nicht. Mega. Oh! Ja, jetzt fühle ich mich hier sehr fancy-pancy, aber ich zoome euch mal ein bisschen raus, dann könnt ihr das Gesamtkonzept mal aus normaler Entfernung sehen. Ich habe mir sogar die Haare aufgemacht und Schmuck angelegt. Ist das nicht wundervoll? Ja, weil der Liquid Lipstick musste halt ein bisschen auch antrocknen, ne? Oh mein Gott, ich fühle mich gerade so hübsch. Wirklich? Also, ja, also Foundation und Concealer, wenn ihr drauf steht, dass es halt so ein bisschen leichter ist. Die komplette Limited Edition von Maxim mit Riva Loves Me finde ich richtig geil. Also das sind sehr, sehr offensichtlich seine Holy Grails und ich muss bestätigen, dass die auch gut im Gesicht funktionieren. Ich finde es einfach ziemlich funny, jetzt auch mal so eine Lippe zu machen. Sammy liegt da und schnarcht. Sammy macht das eigentlich nicht. Maxim macht das ja auch häufiger in seinen Videos, ne? Dass er dann auch so diese Nude-Lippe mit diesem Gloss drüber macht. Und ich habe es jetzt einmal jetzt auch nachprobiert und ich finde, es sieht auch fremd jetzt für mich aus, aber es sieht schön aus. Mir gefällt übrigens auch dieser sehr andere Augenlook heute sehr, sehr gut. Die Mascaras sind jetzt nicht, wo ich sage, rennt in den Laden und holt euch die. Die sind jetzt nicht so mega bombastisch. Also ich persönlich würde den Hype davon jetzt nicht so mega unterstützen. Da gibt es halt andere, die ich noch besser finde. Lieber Maxim, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so von dir kommen wird. Denn du teaserst es ja immer wieder in deinen Videos, dass die Party bei dir hart abgeht. Ich bin gerne mit dabei und lade mich auch gerne weiterhin ein. Es macht mir Spaß, einfach auch mal so in neue Komfortzone reinzukommen, aus meiner Komfortzone herausgelockt zu werden. Weil guck dir an, was du mit meinem Gesicht angestellt hast. Also mega geil. Ihr Lieben, schaut auf jeden Fall mal bei Maxim vorbei. Das ist ein wundervoller, herzlicher Mensch, falls ihr den noch nicht kennen solltet. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ihr den schon kennt. Man merkt einfach, dass seine Holy Grails, die er auch immer wieder in seinen Videos zeigt, wirklich auch geil sind. Und das, ach, schaut ihn euch an, dann wisst ihr, was ich meine. Und das war es jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!